Hallo meine lieben Birdrider und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wasteland 3. Wir machen genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, wenn auch heute als Let's Play und nicht als Stream. Ich habe zurzeit richtig, richtig doofe Internetprobleme leider, deswegen funktioniert es einfach nicht. Ich kann einfach momentan nicht streamen, deswegen gibt es jetzt Ersatz-Let's Plays statt der Streams. Und ich muss sagen, ich habe schon so lange nicht mehr gestreamt, schon so lange keine Let's Plays mehr gemacht, dass ich es gerade richtig cool finde. Ich habe richtig Bock drauf. Ich muss nur mal kurz nicht die Konsole ausschalten, sondern die Kopfhörer ein bisschen leiser machen. So. So, schauen wir mal. Untersuchen wir mal diesen Ort hier auf der Karte von Wasteland 3. Wir sind ja eigentlich gerade auf dem Weg nach Denver, aber erkunden auf dem Weg dahin natürlich die Map, so gut es geht. Lucknuts ist da. Ein Arafo-Würfeltruck. Was ist das? Und ich weiß weder, was Arafo ist, noch weiß ich, was ein Würfeltruck sein soll. Ist das einfach nur ein... Ist nicht jeder Truck so ein bisschen, ich meine, rechteckig zumindest? Naja, und seine Begleitwagen bringen eine Lieferung an einen befestigten Bauernhof. Der Fahrer sieht sich um, als ihr euch nähert. You're the Patriarch's new hires, right? The Desert Rangers. Got some stuff to trade if you want to look. Arschkriechen 4, yeah! Wir haben gehört, dass die Arofa die besten Mechaniker in Colorado sind. Arofao, keine Ahnung. Würdest dir etwas ausmachen, dir unseren Kodiak anzusehen? Well, I ain't the best mechanic in Colorado, but how can I say no after a thorough ass-kissing? Irgendwelche Tipps für uns, Freunde? Maintain your vehicle and don't stop if you don't have to. These days, a flat tire or a stalled engine could be the end of you, consumed by the elements. And I don't just mean the weather, if you get me. Na gut, zeig mir, was du hast. Just some odds and ends I've taken in trade. Might be useful. Dann gucken wir mal, was die so haben. Einen Bergbauhammer. Der sieht gar nicht so schlecht aus, ehrlich gesagt. Gucken wir mal, was Idolem hat. Idolem hat jetzt die Lanze ausgerüstet. Kann ich mir jetzt irgendwie auch die... Ich würde den gern mit der anderen Waffe, die Idolem ausgerüstet hat, vergleichen. Aber ich befürchte, das geht jetzt nicht. Ich verkaufe mal unseren ganzen Müll. Auf jeden Fall kommt mir der Bergbauhammer jetzt im Vergleich zu der Lanze nicht so gut vor. Okay, doch, doch, aber nicht so super gut. Oh, ein schweres MG. Nee, vergiss es. Vergiss es. Vergleich das mal mit unserem schweren MG. Okay, gut. Ehrlich gesagt ist das fast genauso gut wie unser schweres MG und hätte halt Energieschaden statt normalen Schaden. Wäre also besonders gut gegen Roboter statt gegen Maschinen. Menschen. Ist ja alles dasselbe. Das wäre theoretisch eine sehr gute Zweitwaffe für unseren Abraxe. Aber... Warum steht da eigentlich bei Schaden mal 9, dass das schlechter ist als der Schaden mal 9 bei der anderen Waffe? Warum ist der eine Schaden mal 9 schlechter als der andere Schaden mal 9? Tja, ist vielleicht halt mit Kommazahlen, die nicht angezeigt werden. Man weiß ja immer nicht, wie solche Spiele das im Hintergrund berechnen. Wäre tatsächlich eine gute Zweitwaffe, aber da haben wir jetzt schon den Flammenwerfer. Und ich habe, glaube ich, extra den Flammenwerfer-Perk genommen, dass ich Fahrzeuge... Ich weiß aber nicht, ob auch Roboter... Naja, wir kaufen die nicht. Außerdem kostet die fast unser ganzes Geld. Vergiss es. Aber was wir kaufen, ist vielleicht... Oh Gott, sind die teuer hier. Nee, vergiss es. Nee, danke. Nicht bei der bei den Preisen hier. Auf Wiedersehen. Na, dann drehen wir mal eine kleine Runde hier durch die Gegend. Gucken wir uns hier mal noch ein bisschen um. Was wir hier so finden. Schönes... Ich glaube, wir fahren falsch. Oh, hier ist es super radioaktiv. Oh, oh. I received an urgent message from a distraught local currently being pursued by bandits. Are you ready to receive? Klar. Machen wir. HQ, verstanden. Details bitte. The victim is Kim High and her sister.
They're being pursued by bandits, though details were scarce on enemy ordnance. Na super. Ach so, Ausrüstung. Na dann. Kim has indicated that time is a critical factor. Ja, sag mir einfach wo. Ich bin ja schon da. Wie viele sind es? Nothing if they're dead. Was? Ich habe, glaube ich, die Frage falsch gelesen. Sending you coordinates. Time is of the essence, Team November. Over and out. Dem Notruf von Heim He nachgehen. Keim He. Das machen wir jetzt sofort. Ist das eh gleich da vorne, das da, die Geisterstadt? Ich schau mal kurz in unser Buch. Weil wenn das Spiel sagt, Time is of the essence, dann meint das Spiel das auch. Das versteht da keinen Spaß. Schwester Ruinen versteckt haben, Banditen. Das dürfte schon die Geisterstadt wahrscheinlich sein. Die war, glaube ich, vorher auch noch nicht da. Gehen wir da mal hin. Ich hoffe, dass wir hier richtig sind. Gebiet betreten. Die traurigen Überreste eines verlassenen Speckgürtels. Ich habe auch einen verlassenen Speckgürtel. Weiß nicht, warum verlassen. Und traurig weiß ich auch nicht. Aber ein Speckgürtel. Okay. Come out, little bunnies. There ain't nowhere for you to hide. Die werden. Stay back. We're prepared to defend ourselves. That's your warning shot. Wir werden gleich so sterben. Bitch, take cover and be careful. Ich hoffe, wir können die beiden retten, Mensch. Es sind schon viele. Ich hoffe, wir sind schnell genug. Der Kampf hat offiziell noch nicht begonnen. Dann fange ich mal an. Oh, der hat eine Powerrüstung. Oh, dammit, der hat eine Powerrüstung und einen Flammenwerfer. Aber wir haben ein ziemlich gutes Auto, nämlich. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt fahre ich gleich mal hier nach vorne. Dütdüt. Und jetzt kriegt er gleich mal eine Ladung Kodiak. Clownsmedizin. Oder so. Da freut sich nicht nur unser Auto. Wir können mit ihm leider nicht mehr schießen. Es sei denn, ich nehme den Flammenwerfer, ne? Dann kann man, glaube ich, nochmal schießen. Mache ich auch. Sehr gut, der muss weg. Auch wenn jetzt Abraxe hier leider nicht in Deckung steht, aber der muss weg. Idolem, du kommst als Letzter, wie immer, weil du halt der Nahkämpfer bist. Dich wollen wir nicht in Gefahr bringen. Ein gezielter Scharfschützenschuss, wie wär's damit? Und dann in Deckung gehen. Geh mal da hinten hin, Schnarfschnitzen. Das passiert mir. Ich mach das nicht mit Absicht. Ich sage immer Schnarfschnitze. Schlafschnitzel. Scharfschnitzel. Alles, nur nicht Scharfschütze. Komm, den schaffen wir. Nein, come on. Jetzt muss mein ganzes Team. Na gut, okay. Oh, da hinten steht ja noch so einer. Oh, come on. Okay, Jody, Scharfschützin. Ah ja, genau. Wir haben ja jetzt zum ersten Mal im Kampf Ironclad dabei, der ja auch ein Nahkämpfer ist, ne? Ich glaube, ich lasse jetzt erst die Nahkämpfer ran, weil Scharfschütze kann immer noch scharf schießen. Aber ein Nahkämpfer kann nicht immer laufen. So weit. Wir machen jetzt mal einen Donnerschlag. Pikachu? Donnerschlag-Attacke. Pika Pika, Motherfucker! Okay, gehen wir mal hier in Deckung. Nein, nicht looten. Ah, das nervt mich echt an dem Spiel. In Deckung gehen. Teilweise kostet es dann nämlich Aktionspunkte und das ist nicht gut. Okay. Präzisionsschlag. Oh, da unten. Ah, auf den anderen kann ich gar nicht zielen, oder wie? Na, dann nehmen wir den. Ist auch okay. Ein Kopfschuss in Ehren. Oh, der hat aber nicht viel abgezogen. Man hat es jetzt nur so ganz knapp am Bildschirmrand gesehen. Aber verdammt, ich habe das Gefühl, die sind tough. Uiuiui, zum Glück haben wir den Kodiak dabei. Weil ansonsten... Also, ich habe ein bisschen Angst jetzt, ganz ehrlich. Ich habe ein bisschen Angst um unser Team. Das könnte gefährlich werden. Trotzdem geht natürlich Idolem voll an die Front, weil Idolem kennt da gar nichts. Nein, Idolem, es tut mir leid. Ich habe ihm... Ah, die Lanze, die braucht mehr AP und ist schlechter. Da hätten wir jetzt zweimal mit der anderen Waffe zuschlagen können, wenn ich nicht so doof wäre. Na toll.
Okay, jetzt habe ich Angst. Da kommt gleich mal ein sehr böser Flammenwerfer auf uns zu. Der tut nichts. Ah, die flankieren Idolem ganz böse. Ah. 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 Okay, das war halb so schlimm. Und jetzt kommt die Klonarmee. Die Klonkriege haben begonnen. Wo sind denn die anderen? Ach, die habe ich. Die können nicht am Auto vorbei. Ah. Schlecht, schlecht, schlecht. Auto? Wenn wir in Reichweite sind, darfst du jetzt zweimal schießen, bitte. Habe ich nicht einen Granatenwerfer auf mein Auto gebaut? Mörser? Ha, irgendwie nicht. Na, ich wüsste zumindest nicht wie. So, danke schön, Auto. Zweimal mit dem Auto geschossen ist mein ganzes Team an Feuerkraft. Ist schon ziemlich cool. So. Kein Gegner in Reichweite für Abraxe. Das geht ja mal gar nicht. Auch nicht mit dem Gewehr. Nein. Gerade so nicht anscheinend. Da müssen wir ein bisschen vorrücken. Jetzt schauen wir mal. Ironclad, Nahkämpfer. Du bist zwar ein bisschen verwundet. Ah, und ich habe ihm noch kein Stimpack gegeben. Aber der hat hier so viel. Der hat hier so viel Spezialfähigkeiten. Und ich weiß nicht mal, was die machen. Gucken wir mal kurz ein bisschen durch. Wartet mal schnell. Mein Mikrofonständer, das nervt irgendwie total. Ich muss mir mal einen neuen kaufen. Ich bin nur zu faul. Sowas wäre nicht mal teuer. Weil der sinkt schon wieder so langsam nach unten. Der lässt sich nicht mehr festschrauben, richtig. Okay. 75 bis 100 Schaden. Feuert seine Implant... Ah, die Schrotflinte! Yes! Okay, pass auf. Wir laufen jetzt hier hin. Hier hin laufen wir. Drei Aktionspunkte. Und jetzt... kommt die Schrotflinte. In your face! Bam! Das macht denen so wenig Schaden. Die sind so krass. Naja, gut, okay. Und jetzt machen wir noch etwas. Lahmender Handgemengeangriff. Gut, immerhin. Und jetzt geh lieber wieder in Deckung. Das geht nicht gut aus sonst. Schade, ich wollte Abraxe jetzt gern dahin schicken eigentlich. Aber dann schicken wir Abraxe jetzt einfach hier hin. Abraxe. Wie wär's denn mit einem Molotow-Cocktail auf die beiden Herren da? Hey, das macht denen gar nichts. Das macht denen gar nichts. Guckt euch das an. Ich meine, die brennen jetzt. Das ist schon gut. Aber verdammt nochmal. Erstmal ein Stimpack reinhauen. Die nächste Runde wird unter Umständen übel. Da sollten wir drauf vorbereitet sein. Blutungsattacke. Und noch eine Attacke. Komm. Noch eine normale Attacke. Oh. Sehr gut. Jetzt haben wir leider keine Aktionspunkte mehr. Einen Schritt gehen wir noch zurück. Okay. Oh, das ist so krass. Ey, was sind das für Raider hier? Wo bin ich hier gelandet? Sollte ich hier wirklich schon sein? Guckt euch mal an. Ich mache denen keinen Schaden. Keinen Schaden. Exklusives Fass. Das ist gut. Immerhin, ein bisschen. Sind die anderen beiden Fässer, die jetzt da hinten brennen, auch exklusiv? Und exkludieren die jetzt dann gleich? Das wäre gut. Das wäre wirklich gut. Apropos Exklusion. Jetzt werden die Raider hier mal ganz schön exkludiert. Mit unserer Atomexklusion. Oh ja, Exklusion. Los geht's. Das war eine ordentliche Exklusion, aber die halten so viel aus. Ich kann nicht so viel exkludieren, wie der Wortwitz jetzt schon alt ist, oder der Versprecher von mir. Ah, dammit. Okay, ich habe einen Plan. Overwatch. Ha, damit haben sie nämlich nicht gerechnet, weil das überhaupt keinen Sinn macht. Jetzt sind sie verwirrt und verunsichert. Habe ich irgendwas auf der Hinterhand? Plane ich irgendwas? Wer weiß, Raider, wer weiß. Nicht mal ich bin mir da so sicher.
Okay, feindlicher Zug. Heilige Raider Gang. Meine Güte, was ist denn hier los? Das ist ja echt irre. Das ist wirklich irre. Okay, alle leben noch. Keiner ist gestorben. Es war knapp, ja. Es war sehr knapp. Aber hey, immerhin. Kein Problem. Jetzt steht hier leider Major Tomcat. So blöd. Ah, schade. Weil wir könnten jetzt unseren Super Atomic Wegbolt Schutz machen. Schutzschuss. Aber nicht, wenn Major Tomcat im Weg steht. Den wollen wir nicht mit in Mitleidenschaft ziehen. Ich kann theoretisch mit der Praxe einen Schritt gehen. Der macht es aber nicht besser. Das ist kein guter Schritt. Das ist ein schlechter Schritt. Ich mache das jetzt trotzdem. Ich schieße halt ganz knapp an Major Tomcat vorbei. Oh, das könnte gehen. Sehr gut, immerhin. Aber die halten so viel aus. Hey, wenn ich unseren Kodiak nicht dabei hätte, dann wären wir komplett aufgeschmissen. Aber komplett. Ah, okay, Kodiak, du musst mal wieder vorrücken. Du triffst nur noch einen Gegner und der ist so gut wie tot. Genau, der wäre mir lieber. Wie hat denn der Kodiak? Guckt euch das mal kurz an, bitte. Die Kanone auf dem Clowns-Auto da oben in 3,50 Meter Höhe montiert, hat auf diesen Raider geschossen, der selber in 2 Meter Höhe sich hinter einer Deckung versteckt. Und irgendwie hat es unser Auto geschafft, das Huhn zu treffen. Das Cyborg-Huhn ist direkt unter ihm ist. Das war mal ein Querschläger, aber sowas von quer. Meine Güte. Ja, ich kann das Ziel mal noch markieren, ne? Bevor ich nichts mehr mache mit meinen Aktionspunkten, warum nicht? Hey, wir hätten vielleicht noch einen Raketenwerfer-Schlag hier, oder? Nein, da reichen die Aktionspunkte nicht. Ach, weil er eingefroren ist, hat er so wenig Aktionspunkte. Ich habe mich schon gewundert, was da los ist mit Fallen Crusader. Naja, alle sind so gut wie tot. Das ist leicht besorgniserregend. Oh ja, ich stelle ein MG-Geschütz auf. Schon allein, weil es hoffentlich ein paar Kugeln fängt. Das ist gut. Come on, guys. Let's get it in gear. Yeah, immerhin. Immerhin ein kleiner Puff an die Schulter. Hat, glaube ich, hat er gespürt. Vielleicht ein bisschen. Oh Mann, ey. Idolem, du musst jetzt dringend den da verhauen. Das schaffst du auch ganz easy peasy. Den schaffst du wahrscheinlich nicht, aber mach ihm noch so viel Schaden wie möglich, bitte. Und noch ein Bonusschlag. Okay, er brennt, er ist vergiftet und er blutet. Aber das ist ihm alles scheißegal. Er bringt trotzdem Jody um. Holy shit! Jetzt ist einer verbrannt. Ach, Mann, ey. Okay. Aber wir kriegen den Kampf hin. Aber verdammt sind das krasse Raider. Sehr gut. Aber ohne Kodiak, vergiss es, keine Chance. So, Idolem, überheilt mal hier. Und Ironclad kann auch gleich mal sich als Heiler betätigen. Na gut, jetzt stehen zumindest alle wieder. Alle anderen, ne, die flicken wir dann schon wieder zusammen. Jetzt ist erstmal wichtig, dass alle wieder auf den Beinen sind.
Das ist schon mal gut. Idolim könnte sogar den noch hauen und dann ist er tot. Das ist gut. Yes, einer weniger. Keiner in Reichweite. Oder wir haben keine Munition mehr. Wir haben keine Munition mehr. Ah ja, da ist einer in Reichweite. Gar nicht so weit weg. Den kriegen wir noch klein. Kommt schon, Team. Kommt schon, wir haben noch genug Aktionspunkte. Oh oh, nicht mit dem Raketenwerfer auf dich selbst zielen. Hat meine Oma immer gesagt. Chody. Nee, du kannst auch nichts mehr. Chody, Chody, Chody. Hat auch keine Heilung. Was hab denn ich meinen Leuten ausgerüstet? Nix, ey. Nix. Okay, Ironclad. Hau ihn. Nochmal. Oh, du sollst ihn aber auch tothauen, Mensch. Nicht nur so anpuffen ein bisschen. Aber das schafft jetzt Fallen Crusader nicht. Oh, come on. Das war lächerlich. Lasergeschützt haben, das war gut gemeint, aber hättest du nicht die anderen zwei abstauben können, die fast tot rumlaufen. Jetzt haben wir hier vier Gegner, die fast tot sind, aber halt voll Schaden anrichten und mein ganzes Team umbringen. Das ist nicht so optimal einfach. Kann man sagen, was man will. Oh, wir haben es geschafft. Team Assemble! So. Okay, Leute. Wir müssen schnell sein. Wir haben ein brennendes Robohuhn, das dringend geheilt werden muss. Okay, und ich sehe gerade, wir haben einen brennenden Hund, der muss auch geheilt werden. Gut. Okay, immerhin, das hätten wir. So. Jetzt brauchen noch sehr viele andere Leute im Team eine Heilung. Aber hey, wir haben es geschafft. Das war echt irre. Als die von so ein paar Raidern geredet hat, am Funk oder der, keine Ahnung, habe ich mir nicht viel dabei gedacht, aber verdammt nochmal. Das war mal eine Raider-Truppe. Wenn meine Ranger hier nicht zufällig, rein zufällig, einen KI-gesteuerten Todespanzer mit Clownskanone dabei hätten, dann hätten wir sehr schnell sehr alt ausgesehen. Mal schauen, was die für uns dabei hatten. 5 Schrott. Ein bisschen Geld. Ein bisschen Geld muss sein. Müll, Müll, Geld, Schrott, Munition. Geld, Munition, Munition. Müll. Eine Herstellungskomponente. Naja, okay. Gut gemacht, Team. Schauen wir mal, was wir hier noch so finden. Munition. Zack. Packen wir ein. Ein paar Drogen und Zigaretten. Im Grunde sind Zigaretten auch nur Drogen. Nur legal, deswegen nennt man sie nicht so. Das ist so ein bisschen wie mit Religion und Sekte. So ist das mit Droge und Genussmittel. Wenn es anerkannt ist, dann ist es ein Genussmittel. Und eine Religion. Und wenn nicht, dann ist es eine Sekte und eine Droge. Was macht denn da auch Bling Bling, wenn ich hierher laufe? Ein kaputter Toaster? Rangers. Ah ja. You look like prayers answered. I knew Jesus wouldn't abandon us. Erstens heißt keiner von uns hier Jesus. Ich weiß nicht, von wem Sie reden, junge Frau. Und zweitens, warum hast du eigentlich nicht mitgeschossen? Ich meine, wir haben dich ja gern gerettet und so, aber die waren ziemlich auf uns fokussiert. Du hättest wenigstens ein paar Mal mit deinem Revolver denen in den Rücken schießen können. Es hätte geholfen. Ich meine ja nur, es hätte geholfen. Uns allen, auch dir. Aber gut, ich will ja hier nicht, ne, ich will ja niemanden anschauen, aber manche haben vielleicht hier ein bisschen mehr geleistet als andere. Also, was geht hier vor? Those goons were set by a thug named Moss Kogan. They were trying to take my sister. I thought it'd be enough to leave Colorado Springs, but... Mit einer zu einer Faust geformten Hand über dem Mund blickt sie nach unten. In hindsight. I suppose it might have been stupid. Of course they'd follow us. But I didn't know what else to do. We're in over our heads. If you hadn't stepped in when you did. Das Funkgerät unterbricht sie. Attention, Rangers!
is Moss Kogan of the Hundred Families. I heard on the grapevine that you've taken up with a pair of no-good, debt-skipping lowlifes. So you know, we have taken up a position outside, and we are armed and dangerous. But this doesn't need to come to violence. I am a reasonable man, and I am happy to negotiate. Please, Rangers! Whatever he's saying, it... Please don't let them take my sister! They'll hurt her! Warum sind sie hinter Yun her? He wants his money back. But he's gonna have to take it in Oregon instead. I don't have it. Sie versucht es zu überspielen, aber man sieht ihr an, dass sie Angst hat. Yun. She borrowed money from Kogan. Too much money. But it was only so we could create a church. A place that other Catholics could... Okay, meine Güte. Ich habe mir gerade gedacht, okay, die sind irgendwie wirklich ziemlich am Arsch und ziemlich arm. Und ich weiß nicht genau, wer dieser Kogan ist, aber der ist einer von der 100-Familien-Gang. Der hat genug Kohle. Der soll mal sich nicht so anstellen. Wir leben hier in echt beschissenen Zeiten, da kann man so ein bisschen Kooperation erwarten. Aber dann bauen die eine Kirche mit dem Geld. Leute, vielleicht erstmal ein bisschen das Überleben sichern, oder? Hätte man auch echt was Sinnvolleres mit dem Geld anfangen können. I did it because I wanted to spend money on dumb shit, okay? Shit, I'm too much of a fuck up to deserve help, but my sister, she's gonna suffer too if Kogan catches up with us. Help us, please. For her sake. Selbst für einen wie Kogan wäre diese Reaktion übertrieben. I may have stolen the money and then lost it all at the Little Vegas. Lady Luck just doesn't like me, I guess. Yun, I... It's my fault. If there was a parish, if I had some way of raising her better, I might have been able to steer her away from gambling. But that doesn't matter now. Okay, ihr seid ehrlich gesagt beide ziemlich dumm. Aber ich helfe euch natürlich trotzdem, weil wegen Geldschulden wird dich der jetzt bestimmt nicht umbringen. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Mal schauen. Die Sache mit Kogan klären wir schon irgendwie. Aber vorher muss ich speichern, weil unter Umständen brauchen wir mehrere Versuche. Now see here, Rangers. He is a low-life thief. She deserves the patriarch's justice for stealing from me. However, I'm a reasonable man. All I want is my money. Those two can go where they like after that, so long as they promise I'll never have to lay eyes on them again. Wie viel Schulden sind denn? Wie wär's denn, wenn ich einfach das bezahle? Wie viel kann das schon sein? It's your money, I guess. Why not? 10.000. You have enough jangling around in all those pockets? Reden wir nochmal über andere Optionen. Guess you're not that crazy after all. Go on. Wie wär's denn mit einem Kompromiss? Sie könnte doch in Raten zahlen und wir bürgen für sie. Look at you. Negotiate like proper merchants and all that. Personally, I think Miss Yun there would rather be shot than stoop to honest work. But with her sister's life on that, I figure she may be willing to reconsider. What do you say, ladies? Yes, I'll do it. I'll do it. Anything so my sister doesn't have to suffer anymore. Thank you, Mr. Kogan. We'll find a way to make this right. God bless you. Don't know if I really want that Jesus Christ blessing.
He wasn't any good at staying alive, was he? Anyway, I expect to see you in Colorado Springs with my first installment soon. Don't make me regret this. Andererseits hätte ich die 5 leicht fertig machen können. Ich weiß nicht, wie krass die sind, keine Ahnung. Aber das sind nur 2 Roboter und 3 Heinzis. Oh, da hinten steht, oh, da stehen noch ein paar. Na, dann bin ich mir nicht sicher. Aber dann hätte ich immerhin seine coole Lanze, Gewehr oder was auch immer bekommen. Hm. Naja. In fact, here. A little something for their trouble. So long for now, ladies. Rangers. Ach, jetzt hat er mich auch noch bezahlt dafür. Ne, das ist doch nett. Thank you, Rangers. It will be hard, but this is the right thing. I know it. We will find a way. Not much, but please take this. Ruhm. Sie hat uns jetzt gestiegenen Ruhm. Nein, ein verbranntes Buch. Wahrscheinlich eine Bibel, oder? Naja, ist ja nett gemeint. Oh, und ein Urananhänger. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das nett gemeint ist. Und unser Ruf hat sich verbessert. Na, erzählt uns ein bisschen mehr über euch. $13, behalt die. Du hast Schulden abzuzahlen. Ich war ein Koch für eine der 100 Familien. Yun war ein troubled Kind. But I know it was one of the Lord's tests. He's training her, preparing her for greater glories. Was werdet ihr jetzt tun? I suppose this is where we begin working on repaying Yun's debts. Verzeihung. Ich habe schnell was getrunken und dachte, die reden länger. Na dann, auf Wiedersehen. Naja, das war doch mal was. Haben wir das doch alles nochmal gut über die Bühne gebracht. Ich finde, das haben wir gut gelöst. Ne? Das ist fair für alle Beteiligten. Würde ich jetzt mal sagen. Da kann sich keiner beschweren. Der kriegt sein Geld zurück. Die müssen nicht mal Zinsen bezahlen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Was schon sehr gut ist. Ich hätte ihnen gerne noch einen Job angeboten bei den Rangers. Das wäre gut gewesen, aber naja. Oh, Schloss knacken. 8 erforderlich. Zum Glück haben wir das. Das klingt nach einem Fall für Idolem. Yeah. Hey, wir brauchen wirklich einen Waffenmodifizierer. Guckt euch das mal an. Kegelwinkel minus 20. Ist das für Schrotflinten oder was? Aber dafür 5 Meter mehr Reichweite. Das ist schon gut. Eine Plasmagranate. Wow. Die macht mal ordentlich viel Schaden. Clownhandschuh. Munition, Munition, bla bla. Und ein Rüstungsmod. Hämoglobin-Modul. Können wir alles nicht einbauen, weil wir so luschen sind. Naja. Ich versuche mal den Hund zu zähmen. Der Charakter hat bereits zu viel. Das ist schade. Dann schauen wir mal noch in die Kisten hier. Ein bisschen Munition. Ein bisschen mehr Munition. Da war sogar Flammenwerfer-Munition dabei. Die kann ich wirklich brauchen. Und eine Uzi. Eine Mag 17. Und noch mehr Maschinengewehr. Oh, Munition. Einfach nicht Maschinengewehr. Munition. Ich weiß nicht, welche Munition. Na schön, ich glaube, dann gehen wir. Tschö. Hauen wir hier wieder ab. Reisen wir weiter nach Denver, wo wir eigentlich hin wollten. Aber das war cool. Aber der Kampf war so hart, ey. Ich habe echt Angst, jetzt weiter in die Richtung zu fahren. Wenn das jetzt der neue Schwierigkeitsgrad hier in Denver ist, sollten wir vielleicht noch ein bisschen hier in der Gegend bleiben. Was ist denn? Nee, nach Denver reisen ist Level 9, also voll easy. Ich meine, wie hoch sind unsere Figuren so? Im Schnitt 14. 14, 16 sogar schon Idolem. Meine Güte, Idolem, ich weiß nicht genau, hier, du brauchst noch viel mehr Achtsamkeit. Du triffst leider so selten. Wenn er trifft, dann tut's weh, aber... Okay, ich wäre dafür, dass wir Schlossknacken jetzt auf 9 erhöhen. Bam, sehr gut. Tor.
Toasterreparatur. Nee, das macht für unsere Figur keinen Sinn. Angriffe mit stumpfen Waffen macht auch keinen Sinn. Ein gezielter stumpfer Angriff macht leider alles keinen Sinn. Wir haben für Idolem gerade keine Fähigkeiten mehr, die noch wirklich Sinn machen im Grunde. Widerstand, kritische Treffer 10%. Ich schätze, das ist okay. Ja gut, doch, mehr Konstitution, das wäre gar nicht so schlecht, ne? Nehmen wir das. Mehr Gesundheit oder mehr Ausweichrate. Mehr Ausweichrate. Nicht getroffen werden ist besser wie mehr aushalten. Aber dafür ständig getroffen werden. So, und Jody ist auch noch aufgestiegen. Die kriegt auch noch... Na, eigentlich braucht die keine Achtsamkeit. Was braucht die denn? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Kampfgeschwindigkeit bedeutet. Ich glaube, das ist... Als erster angreifen, richtig angreifen und dann verschwinden. Wie schnell man sich bewegen kann. Wie viele Felder man laufen kann pro Aktionspunkt wahrscheinlich, ne? Aber Initiative, ich verstehe das nicht. Es ist doch eh immer mein ganzes Team dran. Oder eben nicht. Kritische Trefferchance. Intelligenz ist für Scharfschützen, glaube ich, schon auch ziemlich gut. So. Dann. 5 Punkte haben wir gespart. Für Mechanik ganz hoch leveln reicht's nicht ganz. Dann sparen wir halt einfach noch. Einen perfekten Mechaniker, eine perfekte Mechanikerin im Team wäre schon gut. Notfallmaßnahme. Nee. Die Reparatur von verbündeten Fahrzeugen, Robotern und Einsatzobjekten gewährt 3 Züge lang Panzerung. Die Reparatur von Fahrzeugen und Robotern erhöht. Keine Ahnung. Das klingt alles ein bisschen langweilig. Ich nehme es trotzdem. Falls wir irgendwann mal ein Fahrzeug oder einen Roboter reparieren müssen, bin ich froh, dass wir es gemacht haben. So, dann haben wir hier noch Ironclad, den wandelnden Panzer. Cyborg ist er auch noch, ne? Der kriegt noch mehr Koordination. Oh, den machen wir jetzt zum perfekten Handgemengekämpfer. Das finde ich gut. Bam! Und jetzt kann er auch das hier lernen. Schlägereikosten minus 1. Ach, minus 1 AP für alle Angriffe. Ach, das ist... Aber hallo, ist das mal, würde ich sagen. Schön, schön, schön. Das gefällt mir. Naja, naja. Dann, glaube ich, geht's weiter. Ich fahre so komisch ein bisschen, weil ich oben im Eck seht ihr die Karte. Die würde ich gern komplett aufdecken gerade. Das versuche ich hier. Aber ich glaube, hier kann man gar nicht mehr aufdecken, ne? Die Ränder der Karte sind hier irgendwie nicht sehr eindeutig markiert, finde ich. How are you feeling, Carr? Unable to process. Please repeat query. Never mind. Warum ist denn das hier so rot markiert auf der Karte? Da ist irgendwie nichts. Ah, das ist ein kleines Zeltlager. Ranger Command calling Team November. Got something strange for you. Found a list of pre-war military radio frequencies here at HQ and started checking through them. All dead except one. Don't know if it's a hoax or a trap or what, but I thought you should hear it. Up to you if you want to respond. The signal originates near your current location. Anyway, I'll patch you through. SOS, SOS. Secret Service Officer Morningstar requesting aid. I am trapped in a compromised location with hostiles closing in. I require immediate extraction. Just anyone read me. SOS, SOS. Secret Service Officer Morningstar requesting aid. I am trapped in a compromised location. Okay, antworten wir mal, oder? Ranger Team November an Morningstar. Wir hören dich. Aber SOS, wer bist du eigentlich? SOS. Desert Rangers? I'm sorry. But before I can reveal anything
anything about myself, I have to know who you are. This frequency is for authorized United States military personnel only. Are you authorized United States military personnel? Das ist bestimmt ein Roboter. Die Desert Ranger stammen vom 353. Pionierbataillon der Arizona National Guard ab. Ist das gut genug? One moment. One moment. Well, either you made an incredibly lucky guess, or you are who you say you are. Alright. I guess I'll have to trust you. I am... Well, I hesitate to go into detail even on a secure channel. Let's just say I serve America and everything it stands for. While on assignment, I became trapped in an old military facility near Denver. I cannot disable the facility security from within, but I can guide you to where you can open it from the outside. Wie wurdest du denn überhaupt eingeschlossen? That's not important. What is important is that you can free me. Now will you help or not? Oh, was ist Morningstar eigentlich für ein Name? It's a silly question from someone named November. Touché. Na gut, dann sag uns einfach, wo wir dich finden können. Thank you. This is a matter of life and death for me. I appreciate your concern. If you can find Denver's Union Station, then I can guide you the rest of the way. Keep this channel open, and I'll contact you again. Please, find me. Help me. Morningstar out. Verlassenes Gebäude. Eine Jagdhütte sein, aber es gibt keinen Jäger. Die stört das nicht, oder? Über Nacht bleiben und erholen. Ich glaube, das ist zwar gar nicht notwendig, aber passt schon. Verletzte Dinger heilen. Mit Dinger meine ich unsere Verbündeten. Dann fahren wir mal zu Morningstar. Das klingt nach einem neuen Begleiter. Ironclad, ich glaube, du musst dann schon wieder raus. Ich bin nicht überzeugt von dir. Weder moralisch noch von deinen Stats her. Okay. Union Station. Sind wir da richtig? Union Station klingt so nach einem Bahnhof. Dem Gewerkschaftsbahnhof. Und nicht nach einer Militäreinrichtung. Wir werden es erfahren. Nach dieser kurzen Ladeunterbrechung. Dass Videospiele nie angefangen haben, Ladezeiten für Werbezwecke zu nutzen. Das wäre so ein offensichtlicher Move, oder? Dass EA das nicht schon vor 20 Jahren gemacht hat, wundert mich. Hello! Wer bist du denn? Du bist aber nicht. Who the fuck are you? Fischlippe. This is Hardhead Turf. Ja, wir sind die Desert Ranger. Vielleicht habt ihr schon von uns gehört. Can't say I have. Now, what the fuck are you doing in our territory? Wir haben ein Radiosignal zu diesem Punkt hier verfolgt und müssen in dieses Gebäude kommen. Ho, ho, ho. You mean our base? Well, the only way you get in there is if we stick a spit up your ass and cook you for dinner. And you know what? I think that's just what we're gonna do. Der hat überall Angelhaken im Gesicht. Das sieht echt schmerzhaft aus. Warum lebt ihr hier in den Slums, wenn ihr die Festung der Gippers haben könntet? Wir werden sie verjagen und ihr könnt die Festung haben, wenn ihr uns durchlasst. Ah, don't give me that. Wait, you're going after the Gippers? Huh. Well, that changes things. Yeah, maybe. Yeah, I gotta think. Okay, listen. We'll help you if we get to move into the Gippers' place once they're gone. Now, you promise us that, you got a deal. Otherwise, you're our next meal. Ich meine, die sehen zwar nicht sehr freundlich aus und der droht damit, uns zu essen und so weiter, aber ich weiß ehrlich gesagt nichts über diese Leute. Vielleicht sind die ganz nett und so, deswegen sollten wir sie jetzt nicht einfach so mal angreifen.
Also würde ich sagen, Deal. Sobald die Gippers tot sind, interessiert es uns nicht mehr, wer da wohnt. Aber du musst uns jetzt in die Station lassen. Damn it! You drive a hard bargain, but okay. Do what you need to do here and get out. Just don't think about double-crossing us. So long, Rangers. Ich denke ehrlich gesagt schon drüber nach, euch zu double-crossen, aber mal gucken. Vielleicht wird es ja gar nicht notwendig sein. Don't waste my time, Rangers. Oh, die sehen schon ein bisschen... Team November, you've come at last. Thank God and the Elder Statesman. There's a particular terminal you'll need to access to free me from this prison. I've activated a radio beacon marking its location. Verstanden, wir sind auf dem Weg. Godspeed, Rangers. Irgendwie sind hier schon ziemlich viele Leichen und Ähnliches. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Müllmod, Schrottmod. Müllmod, Schrottmod. Das könnte so ein, weiß ich nicht, Laden irgendwie sein. Schrottmod. Müllmod. Ist es so ein Laden? So wie so ein Baumarkt. Der heißt Schrottmod und da kann man Müllmod kaufen. Was? Ich weiß selber nicht, von was ich da rede. Und in der Werbung heißt es dann Schrottmod, Müllmod. Schrottmod von Müllmod natürlich. Kriegswagen. Haben wir unser Auto eigentlich geparkt am Eingang? Ich will nur mal, ohne jetzt hier, nur mal so ganz unverbindlich gucken. Ja, das parkt da. Okay, okay. Exklusive Exklusionsfächer. Oben bei dem Aussichtstürmen. Interessant, interessant, ne? Is weak. He lacks the perception necessary to see our coup coming. Ach, wir haben hier eine Rebellion im Inneren. Na, das ist interessant. I saw you come. You must think you're something special if you're here. But how did you get past Fish Lips? Ja. Nee, okay. Wir haben ihm ein neues Zuhause versprochen. Die Gipper-Basis in Denver. You think I'm stupid? Fish Lips would tell us if we're leaving for Denver. Okay, so viel dazu. So viel dazu. Und die haben leider auch noch den Eröffnungsmove. Das gefällt mir nicht. Oh, doch, doch, genau, geht hinter dem Sprengfass in Deckung. Das gefällt mir. Ah, die ist leider ein bisschen zu weit gelaufen. Nein, und ich kann noch einen Roboter machen. Das gefällt mir nicht. Aber andererseits kann ich den Roboter wahrscheinlich gleich übernehmen. Nein, Huhn, geh doch nicht zum Sprengfass, du dummes Huhn. Ah. Wow, okay, unser Verbündeten-Team ist einfach so gut. So, jetzt gucken wir mal, was wir jetzt so Hübsches machen hier. Keine Ahnung. Ironclad, du stehst gleich neben dem. Dann hau ihn doch mal weg. Hä? Kann er nicht doch. Wer dann? Na schau. Sehr gut. Wartet mal, genau, den Sägewelpen wollte ich mal gucken, ob unser Fallen Crusader den nicht vielleicht schnell hacken kann. Jetzt ist es unser Sägewelpe. Sehr gut. Entschuldige, Robohuhn, aber Robohuhn hat gar nicht so viel abgekriegt. Ist alles gut. Ironclad gleich, ja. Das lassen wir erstmal noch hier. Ja, warum nicht? Ach, warum habe ich denn einen Flammenwerfer ausgerüstet?
weil ich die andere Waffe leider nachladen muss und wir kaum noch Munition haben. Okay, dann. Wenn das so ist, wird noch ein bisschen Flammen geworfen. Braucht wenigstens nicht sehr viele Aktionspunkte. Kann man oft machen. So, Idolem, wen könntest du denn angreifen? Ja, warum nicht? Das gefällt mir. Oh, hell yeah! Das war mal ein Angriff. Gut gemacht, einer weniger. Und in Deckung können wir auch noch gehen. Und jetzt haben wir noch Ironclad übrig. Der darf auch noch jemanden hauen. Oh ja, haben wir Dickschädel-Tüftler. Dann stehen wir zwar ein bisschen im offenen Feld, aber es sind auch nicht mehr viele übrig eigentlich. Alle beschwören Sägewelpen. Da hinten steht einer mit Raketenwerfer, das sehe ich jetzt erst. Oh, holy potato, das könnte gefährlich sein. Robohuhn ist so dumm. Robohuhn ist jetzt... Robohuhn ist tot. Oder? Ja, Robohuhn ist gestorben. Robohuhn ist so dumm, ey. Oh, der hat sich jetzt wirklich einfach selber umgebracht. Der ist jetzt mehrfach immer wieder in und aus diese Aura gelaufen. Und diese Aura, die ich beim Hacken mache, ich wünschte fast, ich hätte ihm das nicht gelernt. Weil die macht eigentlich nur... Also die macht unseren verbündeten Einheiten keinen Schaden. Aber unsere neutralen Einheiten, so wie die Tierbegleiter. Na, oh, das nervt mich so, wirklich. Da hat das Spiel manchmal so ein paar Logiklöcher und auch einfach Bugs teilweise, die einfach nur nervig sind. Tja, das ist echt scheiße jetzt. Scheiß Spiel. Aber ich will jetzt trotzdem nicht neu laden. Was will man machen? Idolem, ich hätte da einen Job ganz allein für dich. Wie wär's denn? Hau doch den da weg. Na schau, das war easy. Nein! Fehlschlag. Oh, doch, der zweite hat getroffen. Gut. Ah, come on. Jetzt hast du es mal mit Gegnern zu tun, gegen die du echt gut wärst, Fallen Crusader. Und dann schießt du einfach daneben. Obwohl du fast 80%ige Trefferwahrscheinlichkeit hast. Das ist doch nicht gut. Das ist doch blöd. Das war gut. So, Ironclad, kann du vielleicht noch den Sägewelpen hauen? Ja, kann du. Das ist schön. Den anderen da oben leider nicht mehr, ne? Du kannst schon mal in Position gehen. So, das ist jetzt echt blöd, weil das ist der mit dem Raketenwerfer. Ich glaube, er hat sich selber umgebracht damit. Na dann. Sehr gut. Wenn sie jetzt Robo Cyborg-Huhn nicht erwischt hätte, ne? Das ist natürlich echt schade. Eine Brille, die uns einen harter Hund-Bonus bringt, das ist vielleicht gar nicht so blöd. Da müssen wir mal gucken. Wer ist denn unser harter Hund? Da muss ich echt mal nachschauen. Und was war das gerade für ein Raketenwerfer? Ein Level 10 Law-Raketenwerfer. Aber I am the Law! Der macht
89 bis 135 Schaden. Das kommt mir schon ziemlich gut vor eigentlich. Wie viel macht denn der andere? Ja, der ist raus. Neuer Raketenwerfer ist drin. Den kannst du auch benutzen, ne? Ohne Mali. Gut, gut, gut. So, wer ist jetzt unser harter Hund gleich nochmal? Harter Hund. Da haben wir es. Abraxe ist unser harter Hund. Abraxe, du hast jetzt, was hast du da? Eine Bürste. Die bringt dir plus eins Tiergeflüster. Auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, du kriegst jetzt harter Hund. Du kriegst die harter Hund-Sonnenbrille stattdessen. Der Tiergeflüster ist eh schon so hoch. Ich weiß nur nicht, wo. Wo sind denn hier so Ausrüstung? Ah, hier. Okay. Man sieht zwar die Sonnenbrille unter seinem roten Ziegenhelm eigentlich gar nicht. Aber darum geht's ja gar nicht. Er weiß, dass er die Brille aufhat und fühlt sich deswegen härter. Darum geht's. Beschädigtes Gerät? Unklar. Sieht aber teuer aus. Naja. Stolperdraht. Entfernen wir lieber mal die Bombe. Bevor wir da reingehen. Jetzt muss ich mich aber eh erst nochmal in der Haupthalle hier umsehen, bevor wir irgendwo reingehen. Oh oh, ein Bombenhüpfer. Hier jagt aber echt gerade eine Schatzkiste die nächste. Das ist mal ein Raum, der gefällt mir. Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir anfangen sollen. Gehen wir mal in den Startraum. In den Raum gleich am Anfang hier, der mit einer Sprengfalle versehen war. Oh oh. Okay, cool. Gut. Ich würde sagen, das machen wir aber jetzt beim nächsten Mal. Für heute machen wir jetzt mit der Folge erstmal Schlussikowski. Ich speichere, ich pausiere, ich beende und ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr findet es auch cool, genauso wie ich, dass wir mal wieder so ganz klassische Let's Plays machen. Nur eben länger als normalerweise. Da der letzte Stream, der ausgefallen ist, Überlänge gehabt hätte, wegen der vielen netten, großzügigen Fanspenden, gibt es dementsprechend auch ziemlich viele einstündige Let's Plays jetzt die Woche. Also stellt euch darauf ein, auf täglichen Nachschub bis zum nächsten Stream. Und stimmt eigentlich, ne? Uiuiui, die Folge hier kommt ja sogar erst ein bisschen später, weil ich habe noch Streams auf der hohen Kante, die erstmal veröffentlicht werden müssen. Ah, das vergesse ich immer. Damn it, tut mir leid, Leute, aber ihr kennt mich ja. Ich gebe mein Bestes. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.